Also ich habe sehr gerne, muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich die richtigen nenne, das waren sehr viele. Ich habe mit großem Vergnügen die Russen gelesen, Tolstoi und Dostojewski. Wenn Sie ein spezielles Werk haben wollen, dann sagen wir jetzt mal bei Tolstoi Krieg und Frieden. Und bei den Musikstücken hat mich Bach immer sehr fasziniert. Ich habe auch selbst klassische Gitarre gespielt und Laute, Knickhalslaute. Und da hat mir das Bachsche Werk am meisten gegeben. Und das Kantatenwerk eigentlich auch sehr intensiv. Das Kantatenwerk von Bach, die schönsten Kantaten. Wie schön leuchtet uns der Morgenstern zum Beispiel. Dieses Lied aus dieser Kantate, ich weiß nicht, wie die Kantate jetzt heißt, vielleicht Weihnachtskantate oder so. Und was war noch? Also Musik, Literatur, was hatten wir noch? Zum Beispiel Theater, Sie können auch noch ein Buch Theater. nennen, also was Ihnen spontan Ja, einfällt. ein Buch hatten wir ja schon. Ich liebe auch sehr, das ist mir eigentlich sogar wichtig, dass das jetzt auch gesagt wird. Ich liebe sehr Folklore, alle Arten von Folklore und gute Gitarrenbegleitung. Also die Amerikaner haben so verschiedene Techniken entwickelt, die ich sehr reizvoll finde und gerne selbst mal ein Lied spiele und versuche die Techniken einzusetzen. Also Fingerpicking so oder Muting, wo man die Saite so abstoppt und das ist so ein gedämpfter Ton. Chet Atkins, das reizt mich auch sehr. Mache ich sehr gerne. Wunderbar.